Ja, hallo, schönen guten Morgen. Sport Stays. Ja, mein Name ist Professor Dr. Karl-Peter Fischer. Ich bin Professor für Markt- und Werbepsychologie und für Online-Marketing an der Hochschule für angewandtes Management in München-Ismaning. Und ich gehöre dem Kompetenzteam des VDS an und wir kümmern uns als Verband um die Sportfachhändler, um die Angeschlossenen, die ja momentan durch diesen Lockdown in einer enormen Krise sind und versuchen da irgendwie durchzurudern. Wir haben jetzt als erstes eine Kampagne mit dem Namen Sport Stays, Sport bleibt, Hashtag Sport Stays, Hashtag Sport bleibt ins Leben gerufen und hoffen darüber, vielen, vielen Menschen aus diesem Bereich und die in diesem Bereich arbeiten, helfen zu können, damit sie den Dialog mit ihren eigenen Kunden, was für mich jetzt momentan das Wichtigste ist, den Dialog zu ihren eigenen Kunden aufrechterhalten, mit einfachen Mitteln. Schritt 1, und des Weiteren beschäftige ich mich natürlich als Agentur, die auf E-Commerce spezialisiert ist und E-Shops baut. Wie könnte die Krise nach der Krise bewältigt werden, nämlich wenn der Restart kommt? Und da müsst ihr Sportfachhändler euch einfach anders aufstellen. Ihr habt geschludert, ich habe viele Forschungen gemacht, ich habe viele Studien gemacht in dem Bereich. Ihr habt einfach die letzten Jahre geschludert. Ja, das ist das große Problem und deswegen kämpft ihr jetzt auch so und deswegen kann man euch eben so leicht aus dem Sattel werfen. Aber das soll es ja eben nicht mehr sein. Ich kenne die Probleme, ich weiß die Probleme um die Nachfolge, ich weiß die Probleme mit dem Tagesgeschäft und so weiter und so weiter. Aber die großen Markenartikler werden keine Rücksicht auf euch nehmen. Amazon wird keine Rücksicht auf euch nehmen, also ihr seid auf euch alleine gestellt. Mein Tipp, und das werde ich über den VDS kommunizieren, mein Tipp jetzt als Agentur an euch ist, ihr braucht eine Kombination zwischen Webseite, ja, ihr seht, ich habe mich jetzt auch bewegt in der Krise, bin spazieren gegangen, um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen und deswegen auch diesen kleinen Videocast. Also was braucht ihr? Ich glaube, nach der Krise, noch für den nächsten Restart, ihr braucht wirklich eine kleine Webseite, nicht aufgeblasen, kein Stückwerkmonster, das eine Lead-Generierungsmaschine ist, die aber aus einem Shop gebaut wird. Das heißt, dass ihr immer sofort eure Webseite, wenn es notwendig ist, zu einem Shop, zu einem E-Shop umswitchen könnt. Die Ideen, wie sowas funktioniert und wie man sowas machen kann, werde ich über den VDS kommunizieren und jetzt wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende und überlegt, wie ihr euch neu erfindet und denkt jetzt nicht nur an die nächsten Wochen, die sind hart, ich weiß, die sind extrem hart für euch, aber denkt daran, fit für diesen Restart, dass ihr da dabei seid und dass ihr da gut dabei seid und dass ihr auf diesem Spielfeld einfach wieder mitspielt. Alles Liebe, euer Peter. Tschüss.